Bei Herzinfarktverdacht zählt jede Minute. Für den Patienten, der mit Brustschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert wird, aber auch für den behandelnden Notfallmediziner. Er muss sofort abklären, liegt ein Herzinfarkt vor oder ist eine andere Herz-Kreislauf-Problematik die Ursache der Brustschmerzen. Nach Auswertung der Daten von über 22.600 Herznotfallpatienten hat der Kardiologe Privatdozent Dr. Johannes Neumann vom Universitären Herz- und Gefäßzentrum Hamburg gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam einen Risikokalkulator auf Basis von Troponin-Bluttests aus der Herzinfarktdiagnostik entwickelt. Für die Ergebnisse des im New England Journal of Medicine publizierten COMPASS-MI-Projektes erhielt Dr. Neumann den August Wilhelm und Lieselotte Becht Forschungspreis der Deutschen Stiftung für Herzforschung. In den vergangenen Jahren wurden hochsensitive Troponintests entwickelt und in der klinischen Routine eingeführt. Durch diese Tests können bereits sehr niedrige Konzentrationen im Blut gemessen werden und vor allem auch sehr niedrige Veränderungen von Troponin über den zeitlichen Verlauf erfasst werden. Und diese Entwicklungen ermöglichten es, dass man Troponintests mit schnelleren Algorithmen entwickeln konnte, um somit einen Herzinfarkt sehr schnell zu diagnostizieren oder ausschließen zu können. Auf Basis dieser Entwicklungen kann in der klinischen Routine nun bereits oftmals nach einer Stunde schon die Entscheidung, ob ein Herzinfarkt vorliegt oder ob nicht, getroffen werden. Basis des COMPASS-MI-Konzeptes können individuellere Entscheidungen über die weitere Behandlung getroffen werden. So kann bei einem Patienten bereits nach einer Stunde die Entscheidung getroffen werden, ob ein Herzinfarkt wahrscheinlich ist und ob dann eine weitere Behandlung, sowohl medikamentös, aber auch interventionell durch die Durchführung einer Herzkatheteruntersuchung sinnvoll ist. Und diese Beschleunigung und Verbesserung der Diagnostik könnte dann auch sich positiv auf die Prognose dieser Patienten auswirken. Ganz konkret gedacht, in einer ländlichen Region in Australien, wo eine niedrige Versorgungsdichte vorherrscht, wird man ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben und Patienten erst dann nach Hause lassen, wenn man tatsächlich sich extrem sicher ist, dass kein Herzinfarkt vorliegt und keine weitere Überwachung notwendig ist. Ganz anders kann das sein in einer dicht besiedelten Region, in einer Großstadt, wo auch gute ambulante Betreuungsmöglichkeiten, zum Beispiel am nächsten Tag, verfügbar wären. Wenn wir das COMPASS-MI-Tool verwenden wollen, müssen wir grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen grün für Niedrigrisikopatienten und rot als Hochrisikopatienten und unterscheiden dann nach dem Troponintest, den wir verwenden wollen, sowohl Troponin I als auch Troponin T. Und ergänzend unterscheiden wir nach dem Zeitpunkt der zweiten Blutentnahme in einem frühen Zeitfenster nach einer Stunde oder in einem späten Zeitfenster nach bis zu 3 Stunden. Wenn wir uns dann auf Basis dieser Entscheidung für ein Risikotool entschieden haben, dann verwenden wir als erstes die Troponinkonzentration direkt bei Aufnahme, hier im inneren Kreis dargestellt. Als zweites die Troponinkonzentrationsveränderung nach der zweiten Blutentnahme im zweiten Kreis dargestellt. Und die Kombination aus diesen beiden Troponinwerten ergibt uns dann, und das können wir hier ablesen, sowohl den Anteil aller Patienten, auf die diese Kombination zutrifft, das Risiko dieser Patienten, innerhalb der nächsten 30 Tage einen erneuten Herzinfarkt zu bekommen oder aber daran zu versterben. Und als letztes die Sicherheit, mit der wir diese Entscheidung treffen können, angegeben anhand des negativ prädiktiven Wertes.